Was geht ab, meine lieben Freundchen und Freundinchen? Egal. Herzlich willkommen bei einem nicht wirklichen Let's Play oder Let's Test oder irgendwas sonst. Nein, ich spiele einfach mal ein Spiel, was von meinem Kollegen erstellt wurde. Das heißt The Night. Das wurde von Mr. Plain Say erstellt. Vielen Dank dafür nochmal, dass du mir das geschickt hast. Und es soll ein Horror-RPG sein. Auf jeden Fall musste ich mir dafür nochmal 4, 5 Sachen, die was mit RPG zu tun haben, runterladen, downloaden, alles drum und dran. Aber nur weil mir die Sachen einfach auf dem PC gefehlt haben, um das zu starten. Ich werde wahrscheinlich die Links dafür alles in der Videobeschreibung haben, für das Spiel wahrscheinlich auch und natürlich auch für Mr. Plain Say. Und ja, dann würde ich auch mal sagen, dass wir das Spiel mal starten. Bin ich? Es ist dunkel hier. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sollte mal schauen, ob ich irgendwas finde, womit ich Licht machen kann. Aber wie bin ich denn hierher gekommen? Vielleicht sollte ich schauen, ob ich noch meinen Namen weiß. Also, ich heiße. Wegmachen. Ich heiße natürlich Puzzy. Und ich hoffe jetzt einfach mal nur, dass er jetzt nicht so ein fettes Arschloch ist und mir da. So, ich müsste jetzt einmal kurz lauter geworden sein. Dass er mir da irgendwas ins Gesicht schmeißt, weil dann werde ich ihn verprügeln. So, dann sollte ich mich jetzt schnell umschauen. Das Spiel ist wirklich sehr dunkel. Ui, muss ich mich anders hinsetzen? Okay. Ich spreche aber mal alles an. So, hier. Ah, hier kann ich speichern. Okay. Kann mir auch mal vorher sagen. Okay. Man kann hier wirklich nicht viel ansprechen. Fällt mir gerade auf. Ist da eine Tür? 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 Was zum? Sie ist abgeschlossen. Blinkt da was? Oh! Laterne erhalten. Eine Laterne, die könnte jetzt nützlich sein. Was war das? Oh, so sehen wir also aus. Okay. Können wir jetzt durch die. Oh, ja, okay. Ach Gott, ach Gott. Wenn ich hier schon nicht drüber laufen kann, was soll ich denn hier? Oh Gott, ein Loch. Das war knapp. Sieht so aus, als müsste ich darüber springen. Sieht so aus, als gäbe es keinen anderen Weg. Na, dann Augen zu und durch. Und pust. Los, ich glaube, das sollte man eher so machen. Und puh. Los. Ha, geschafft. Puh, geschafft. Das war knapp. Aber ich sollte nicht hier bleiben, sondern schnell raus hier. Oh, falsche Taste. Handy erhalten. Das ist doch mein. Ach, warte. Das ist doch mein Handy. Wie kommt das hierher? Ach Gott. Ah, was war das? Oh mein Gott. Mist. Die Laterne ist kaputt. Ich sollte das Handy benutzen. War das die Tür? Was ist hier nur los? Ah. Okay, und in irgendeinem von diesen Türen hier gibt es einen Teddybär mit einem Easter Egg, was ich suchen werde auf jeden Fall. Ich weiß nicht in welcher Tür. Hier kann ich speichern. Ich spreche mal so. Ah, ich habe den Teddy gefunden. Okay. Er hat mir erzählt, wie das Easter Egg funktioniert, was ich machen muss. Aber ich weiß nicht, was da auf mich zukommt und so.
Ich versuche es jetzt einfach mal. Teddy, du hast mein geheimes Easter Egg Minispiel gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Möchtest du es spielen? Ja, nein, ja. Tetris! Oh Gott, ich bin so ein Noob in Tetris, müsst ihr wissen. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Tetris-Spieler, den es auf der Welt gibt. Yay! Way, ich stelle mich gar nicht mal so schlecht an. Ah, nein! Ah. Ist aber eine gute Idee, einfach mal so ein Tetris-Spiel einzufügen. Wenn ich nicht gerade so der Fan von Tetris bin, also so gar nicht. Ich habe das früher nicht angefasst, kein so, ich mochte das einfach nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Oh Gott, verkackt. Hallo? So. Nein, 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 nein. So. Hey, 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 hey. Nein! Ja, verkackt. Verkackt. Na, hat es Spaß gemacht? Da fehlt übrigens ein Punkt. Wieso ist das mit einem Punkt geschrieben? Ich dachte, das ist eine Frage. Dann müsste ich ja sagen, na, hat es Spaß gemacht. Und das ist auch noch falsch dann. Na egal, auf jeden Fall, sage ich ihm das noch, dass da ein Fragezeichen kommen muss und kein Punkt. Dann machen wir jetzt mal weiter. War aber eine tolle Idee mit dem Tetris. Oh, hier ist alles voller Blut. Hier, wieso? Oh je. Ah. Gesundheitstrank erhalten. Oh Gott, wenn wir schon einen Gesundheitstrank erhalten. Was sollen wir denn nur machen? Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier so. Ah, Items, Handy und Gesundheitstrank. Handy mit Taschenlampen-App. Ha! Toll! Status? HP. Wir haben. Oh Gott, wir haben. Wir können XP erhalten. Wir haben Angriff, Defensive. Okay. Wir haben sogar Leben und Mana. Was? Und was stand da noch? Wir sind Polizist. Ah, okay. Oh Gott! Alter. Okay. Okay. Alles klar. Das Spiel hat sich anscheinend aufgehangen. Ist mir auch schon aufgefallen. Hat der Marcel mir auch schon gesagt. Es gibt einen Punkt, wo, also einen Punkt, also einen Fleck, wo man nicht laufen sollte. Da hängt sich das Spiel nämlich auf. Den habe ich jetzt gefunden. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, Leute, da bin ich wieder. Und, ja, ich muss wieder aufs Spiel drücken. Hat man jetzt aus Versehen meine Maus gesehen. Okay, auf jeden Fall. Ist das jetzt ein anderer Raum? What the fuck? Hä? Da ist was. Grüner Schlüssel erhalten. Da ist noch was. Hä? Wieso ist das erhalten? Was habe ich denn erhalten? Das macht mir jetzt ein klein wenig Angst. Ich habe etwas erhalten, aber was? Gucken wir mal im Inventar. Items. Küchenmesser. Wofür denn ein Küchenmesser? Alter, Leute. Oh Gott.
Willst du jetzt hier niemanden abstechen oder so? Das ist ein Bild. Kann ich aber nicht ansprechen. Okay, wofür wir wohl den Schlüssel brauchen? Das ist das Glas des Fensters. Ist da ein Riss im Fe- Da ist ein Riss im Fenster. Oh mal, Leute, habe ich Angst. Wir gehen jetzt runter. Ist wahrscheinlich der Ausgang. Können wir vielleicht raus? Mist, abgesperrt. Irgendwo muss doch der bestimmte Schlüssel. Ach, irgendwo hier ist bestimmt der Schlüssel. Ist ein Schlüssel. Oh Gott. Oh Gott! Da ist auf einmal. Das Bild hat sich auf einmal verändert. Oh mein Gott. Hier ist ein Riss. Es sieht aus, als wolle das Bild irgendwas. Messer geben, Messer nicht geben. Messer geben. Danke. Hehe. Nimm das zum Dank. Was denn? Blutroter Schlüssel. Oh mein Gott. Wofür wir den wohl brauchen? Oh Gott! Was war das? Der ist aus. Goldschlüssel halten. Damit können wir vielleicht raus. Oder mit dem blutroten. Alter, Leute. Hab ich Schiss. Okay. Kann ich da hoch? Nee. Kann ich da. Nein, okay. Hab ich doch schon. Oh, dammit. Leute. Hab ich Schiss. Aber vielleicht können wir hier raus. Okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Endlich frei. Bin ich auch. Ah! Oh, schnell weg hier. Ende B. Alle befreit. Besonderen Dank an PDM Channel für seine Hilfe beim Skripten. Danke auch an dich fürs Spielen. Fortsetzung folgt. Oh, okay. Dann würde ich auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich guck mal, da jetzt Ende B stand, weil erkunde ich mich mal, ob er vielleicht noch ein Ende A eingebaut hat. Und würde ich jetzt auch mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und schaut auch bei Mr. Plainsay vorbei. Er macht wirklich auch tolle Videos, auch mehr so horrormäßig, so RPGs. Also, bis dahin. Ciao. Wow.